Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal nzxt.com und zwar mit dem Player 2 Prime für 1.959 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen im Videovorschlägekanal auf unserem Discord. Könnt auch gerne joinen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und zwar von Mega Man und das gucken wir uns jetzt mal an. Kommen wir eben erst zu dem Bild. Das ist leider nicht hundertprozentig richtig. Also das Gehäuse stimmt natürlich, aber die Wasserkühlung hier drin ist eine 120er. Auf dem Bild ist eine 240er zu sehen. Bei dem Mainboard kann man sich auch nicht so ganz sicher sein. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Ob die Grafikkarte jetzt eine Founders Edition wird, ja, sei jetzt mal dahingestellt. Die schreiben hier unten im Overview unter Details nämlich noch, Components may vary from images shown. Also dementsprechend kann variieren, wie das Ding aussehen wird. Kommen wir erstmal zum Betriebssystem. Hier haben wir Windows 11 Home. Wie immer ist das aktuellste Betriebssystem. Es gibt einige Systemintegratoren, die nehmen die Professional-Variante. Hier haben wir jetzt die Home-Variante. Ihr als Gamer habt da eh keine Vorteile, ob es jetzt Home oder Professional ist. Und das kostet 28,43 Euro bei IT Hardpulse. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Das heißt, wir haben hier für knapp 2000 Euro ein DDR4-System. Also bis so 1300, 1400 eventuell gehe ich da noch mit. Alles, was da drüber liegt, kann auch ruhig DDR5 sein, weil so teuer ist DDR5 mittlerweile nicht mehr. Die 105 Watt TDP, ja, wäre schön, wenn er sie halten würde. Normalerweise zieht er sich so 142 Watt. Ich habe das auch schon getestet. Auch mit einer 120er I/O, die hier drin ist, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Der Prozessor ist natürlich schon ein bisschen älter. Wir sind schon in der 7000er Generation. Trotzdem ist der nicht schlecht. Ich habe da früher auch meine Videos mit aufgenommen, habe damit gestreamt, gerendert und so weiter. Das ist soweit schon okay, aber er ist halt älter. Und der kostet 183 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 4070 Ti. Da wir hier nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir halt jetzt die von KFA2, ist die günstigste am Markt, kann ja auch passieren, dass die reinwandert. Die 4070 Ti ist für WQAD Gaming auf jeden Fall geeignet, Full HD auch. 4K kommt wie immer auf die Titel an, E-Sports-Titel, ganz easy, AAA-Titel, müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 799,99 Euro bei eBay über Saturn. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir 32 GB, 2x16 GB, also schon mal Dual-Channel, 3200 MTS, DDR4-RAM von T-Force. Sie halten sich natürlich mit den 3200 MTS an die Spezifikation von AMD. 3600 bzw. 4000 wäre eigentlich auch easy möglich gewesen. 32 GB in der Preisklasse, für nicht noch in Ordnung, aber ist halt DDR4. Ich würde da schon DDR5 nehmen, wie eben schon angesprochen. Ansonsten qualitativ kann ich da nicht meckern, das ist schon okay so. Und der kostet 71,71 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1TB NVMe M.2 SSD. Und da haben wir jetzt halt schon mal so ein Thema, man weiß nicht genau, was man bekommt. Ich hatte den Support angeschrieben, habe gefragt, was kommt da für eine rein und die sagten, können wir nicht genau sagen, aber da das ja eine NVMe SSD ist, ist das relativ egal, weil die alle gleich schnell wären. Da habe ich auch nur geantwortet, nein. Es gibt halt welche, die starten bei 1500 MB die Sekunde und welche bei 7000 MB die Sekunde lesen, schreiben. Deswegen nehmen wir hier jetzt so ein Mittelding. Wir haben hier 3500 MB die Sekunde lesen und 3000 MB die Sekunde schreiben von Lexa, die NM620 1TB. Ist halt wie gesagt so ein Mittelding. Empfehlen wir auch öfters mal, wenn jemand wirklich nur zocken will und jetzt nicht irgendwie Dateien verschlüsselt oder viel kopiert oder so. Zum Zocken reicht die. Und damit haben wir auch einen guten Preispunkt, 50,20 Euro bei Mindfactory. Das gleiche Problem haben wir hier beim Motherboard. Es ist ein Modell B550 Formfaktor ATX. Ihr wisst halt nicht genau, was ihr bekommt. Es kann Gigabyte sein, ein MSI, ein ASRock, ein Asus, whatever, was es alles am Markt gibt. Der Support hat halt gesagt, das, was sie gerade da haben. Deswegen nehmen wir jetzt das B550A Pro. Ist Full ATX und ja, ist halt irgendein Hersteller. Ist natürlich ein bisschen blöd für euch, wenn ihr euch auf eine gewisse Anzahl an USB-Anschlüssen verlasst oder vielleicht 7.1 mit Toslink irgendwie verwenden wollt oder ähnliches. Ist dann ein bisschen schwierig. Deswegen gehe ich auf das Board jetzt auch nicht großartig ein, weil es kann ja variieren. Immerhin verbauen sie kein Micro-ATX-Board. Das ist schon mal was. Und das kostet 112,89 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Cooler ist eine NZXT Kraken 120. Das ist eine 120er Wasserkühlung. Und ich habe das schon getestet. Ich habe auf meinem Kanal ein Video, verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Da habe ich den 5800X mit einer 120er Wasserkühlung getestet. Und das funktioniert einfach nicht unter Volllast. Durch das Ding gehen 142 Watt durch. Das schafft die kleine AIO einfach nicht. Und ja, warum sie da nicht zumindest auf eine 240er gehen, dass es auch gut aussieht mit dem Gehäuse, wie es auf dem Bild eben auch zu sehen ist, verstehe ich nicht so ganz. Beim Zocken reicht das natürlich irgendwo. Wenn ihr aber wirklich rendern wollt oder streamen wollt und über den Prozessor dann dementsprechend streamt, kann es sein, dass das Ding sehr laut wird oder halt eben nicht ausreicht. Und die kostet 80,37 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein C750 Bronze-Netzteil. Und da die Seite natürlich von NZXT ist, muss das Netzteil auch von NZXT sein. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Bronze-Zertifizierung und ist teilmodular. Also die 5 Jahre Herstellergarantie, okay. Teilmodularität, auch noch in Ordnung.
80 plus Bronze bei einem 2000-Euro-System muss echt nicht sein. Im Übrigen ist die NZXT C-Serie im Bronzebereich als C-Netzteil eingestuft, also nicht so geil. Alle darüber sind A oder A mit Sternchen oder A plus. Hier haben wir halt ein C-Netzteil, ist qualitativ dementsprechend nicht gut. Ansonsten aber 750 Watt reichen für das System, das Netzteil wird sowieso nicht voll ausgelastet, das wird schon halten. Und das kostet 74,90 Euro bei Alternate. Das Case ist ein NZXT H5 Elite. Das bringt schon 240 mm Lüfter in der Front mit, ansonsten ist alles nur optional. Ihr habt, glaube ich, unten noch einen 120 mm, der so ein bisschen gegen die Grafikkarte pustet. Das könnte durchaus dieser Lüfter hier unten sein. Ich hatte das Case leider noch nicht hier, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Airflow-technisch könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich funktioniert. Vielleicht hat es jemand von euch zu Hause, der kann dann gerne mal berichten in den Kommentaren. Ist für mich auch immer eine große Hilfe. Aber die Schlitze sind halt relativ breit und dann ziehen die Lüfter von da aus die Luft an und dann habt ihr halt oben diese 120er IO oder eben hinten, kann ja auch passieren, und eventuell unten noch diesen einen Lüfter. Wie gesagt, ich hatte es leider nicht hier, deswegen kann ich euch da nicht mehr zu sagen. Und das kostet 120,28 Euro bei Mindfactory. Ansonsten haben wir hier noch 3 Jahre Garantie, also auf das komplette Ding, das ist soweit völlig okay. Und eine Wi-Fi-Card. Ja, dann rechnet von mir aus nochmal 20 Euro oben drauf. Hier steht halt auch wieder nicht, welche es ist. Dann wären wir auch schon mal beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.522,68 Euro. Von mir aus rechnet 1.550 wegen der Wi-Fi-Card. Und das Ding kostet 1.959 Euro. Also nehmen die für dieses Zusammenbauen, sage ich jetzt mal, 400 Euro. Das ist natürlich viel zu teuer. Und das Thema hatte, glaube ich, sogar schon Kreativecke in einem Kreative-Fragen-Video, dass dieser NZXT-Shop leider zu teuer ist. Und die Konfiguration ist leider auch nicht gut. Der Prozessor ist noch der alte AM4-Sockel. Der RAM-Speicher dementsprechend DDR4. Die Grafikkarte ist recht aktuell, ja. Eine 120er Wasserkühlung auf dem Prozessor ist einfach nur mutig. Und das Netzteil ist irgend so ein dahergelaufenes Bronze-C-Tier-Netzteil. Also dieses System kann ich definitiv nicht empfehlen. A, zu teuer, B, schlecht konfiguriert. Ihr findet unter anderem, bei Dubaro habe ich eben nachgeguckt, teilweise schon Systeme, da ist dann 14.600K drin und da habt ihr dann auch eine 4070 Ti für den gleichen Preis. Bei Krotos gibt es auch solche Angebote, haben wir alle schon gesehen, die gehen dann auch schon auf die aktuellen Sockel, sei es Intel oder AMD. Agando kann ich jetzt leider nicht als Referenz nehmen, dass ich da irgendwas raussuche, weil die sind halt insolvent. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie eine Config braucht oder eine Liste oder selber bauen wollt, dann meldet euch bei uns im Discord, da helfen wir euch auch weiter. Aber ich würde diesen Shop hier erstmal meiden, zumindest was diesen PC angeht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.